Wir freuen uns sehr, dass Sie bei der Planung dieses schönen Kolloquiums an uns gedacht haben und uns die Möglichkeit geben, von unserer Arbeit zu berichten. Es geht um die Erhebung der Syntax in ihren horizontalen und vertikalen Dimensionen zugleich. Das Ganze indirekt und online. Wir möchten Ihnen heute die Frage stellen, ob das geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, natürlich geht das, vieles geht. Die Frage scheint eher zu sein, was kommt dabei heraus, wenn man das macht und bringt uns das irgendwie weiter? Lassen sich vielleicht Hypothesen erhärten, die wir bereits hatten, und lassen sich neue Hypothesen daraus ableiten? In diesem Sinne meinen wir, geht das. Wir werden in angemessener Kürze erläutern, in welchem Kontext wir diesen Versuch gerade durchführen, nämlich im Projekt regionalsprache.de oder Rede. Wir werden dann im zweiten Teil erläutern, worin die speziellen methodischen Herausforderungen dabei bestehen, Syntax so zu erheben. Und anschließend werden wir im dritten Teil vorstellen, wie wir diese Herausforderungen angegangen sind und mit ein paar Zahlen und Karten zur Debatte stellen, ob das gegangen ist oder gegangen hat. Also kurz zum Projektkontext. Das erste Teilziel des Projekts regionalsprache.de oder Rede ist der Aufbau eines forschungszentrierten Informationssystems zu den Regionalsprachen des Deutschen. Darin sollen die bisher vorliegenden Datenbestände gebündelt werden, aufeinander beziehbar gemacht werden und der Forschung sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das Herzstück ist dabei das sogenannte Sprachgeografische Informationssystem oder SprachGIS. Aus diesem SprachGIS werden wir später Karten zeigen. Das zweite Teilziel des Projekts ist die Ersterhebung und Analyse der variationslinguistischen Struktur und Dynamik der modernen Regionalsprachen des Deutschen. Damit meinen wir die Varietäten und Sprechlagen unterhalb der Standardvarietät auf einer vorgestellten vertikalen Achse. Und in Phase C steht dabei die Erhebung der Syntax bzw. Morphosyntax an. Hierbei lautet die Frage, variiert die Syntax im aktuellen Gebrauch von deutsch sprechenden Personen in den horizontalen und vertikalen Dimensionen? Und aus dieser Erhebung werden dann später die kartierten Daten stammen. Kommen wir nun zum zweiten, zum sorgenerregenderen Teil. Warum müssen wir überhaupt fragen, ob das geht, Syntax zu erheben? Zunächst einmal nur horizontal in ihrer diatopischen Verbreitung. Nach germanistischer Zeitrechnung ist es noch gar nicht so lange her, da war folgende, eine nicht nur salonfähige, sondern auch mehrheitsfähige Meinung. Weil Dialekt wesensmäßig gesprochene Sprache ist, ist vermutungsweise eine Dialektsyntax als Kontrast zum Literaturdeutsch unergiebig, da die dialektspezifischen Besonderheiten sich als Unterschiede gesprochen-geschrieben entpuppen. Echte Unterschiede liegen vermutlich nur im Wortbereich, womit aber die Syntax bereits wieder verlassen wird. Diese Meinung hat der Urheber mindestens von 1974 bis 2003 ohne jegliche Modifikation vertreten. Dabei hatten schon etliche Leute vor 1970 gezeigt, dass man Areale nicht mit medialen Unterschieden verwechseln sollte und erfolgreich Dialektsyntax erforscht. Und zwischen 1970 und 2000 haben zwar wenige, aber dennoch einschlägige Arbeiten gezeigt, wie Syntax in bestimmten geografischen Räumen variiert und sich nicht auf mediale Variationen reduzieren lässt. Ich erwähne dabei zusätzlich nur noch die bayerischen Atlanten, die das eindrucksvoll gezeigt haben. Das heißt, erst seit gestern in germanistischer Zeitrechnung ist die Meinung dahingehend verändert, dass Dialektsyntax zwar Syntax gesprochener Sprache ist, aber nicht mit ihr zusammenfällt. Und sie fällt nicht mit ihr zusammen, weil sie bei aller Mündlichkeit dennoch horizontal oder areal oder geografisch variiert. So, und warum müssen wir überhaupt fragen, ob es geht, Dialektsyntax indirekt zu erheben? Nun, weil noch im aktuellen DTV-Atlas Deutsche Sprache folgendes steht.
Dialektsyntax ist eher großräumig differenziert und lässt sich im Gegensatz zur Morphologie, Semantik und zum Teil Phonologie nur sehr schwer durch direkte Befragung oder mit Fragebogen erforschen. Es sind sehr viel aufwendigere Verfahren nötig. Und in den Auflagen davor stand sogar, dass die Dialektsyntax nicht durch direkte Befragung oder mit Fragebogen zu erforschen ist. Man muss also sagen, dass es schon progressiv ist gegenüber dem, was noch bis zum Anfang der 2000er darin stand. Auch hier gilt, dabei hatten schon vor den 2000ern etliche Dialektsyntaxprojekte gezeigt, dass sich Dialektsyntax sehr wohl indirekt erheben lässt. Und im Gefolge des syntaktischen Atlas der Deutschen Schweiz haben etliche Nachahmerprojekte ebenfalls höchst ergiebig Dialektsyntax in verschiedenen Räumen indirekt erhoben. Als Vorreiter lassen sich hier zum Beispiel der niederländische Atlas der niederländischen Dialektsyntax nennen oder auch der SAND ebenfalls aus den Niederlanden. Und dann insbesondere für den deutschsprachigen Raum der syntaktische Atlas der Deutschen Schweiz. Hier sehen wir eine Karte der Kollegin Kuhmichel aus dem Projekt Syntax hessischer Dialekte mit Antworten auf die Frage, was das Kind auf dem Bild gerade macht. Rot steht für das Kind ist am Beten, blau für das Kind tut beten, grau für das Kind betet. Und wir sehen hier zwei wunderschöne, über die indirekte Methode ermittelte Isoglossen. Bei solchen indirekten Dialektsyntaxerhebungen ist es zur Regel geworden, die sprachlichen Stimuli zu dialektalisieren. Das heißt, die Stimuli werden in einer Laienschreibung präsentiert, die den Lautungen der jeweiligen Ortsdialekte möglichst nahe kommen soll. Besonders in Süd hat man sehr viel Mühe darauf verwendet mit 25 verschiedenen Versionen eines Fragebogens. Erstaunlicherweise wird die Notwendigkeit von solchen Dialektalisierungen so gut wie nie wissenschaftlich begründet. Wir haben nur eine einzige Begründung gefunden von Jürg Fleischer, Simon Kasper und Alexandra Lenz im Kontext des Süd-Projekts. Wir haben damals behauptet, dass Südinformanten eine Kompetenz im Dialekt und in einer standardsprachnäheren Varietät besitzen. Und dann nach Kommunikationssituation und Situationsanforderung implizites sprachliches Wissen anwenden und sich für eine Varietät in Anführungszeichen entscheiden. Daher sei darauf zu achten, Südinformanten möglichst adäquat formulierte Dialektsätze zu präsentieren, damit man auch sicher sein kann, dass die intendierte Varietätenkompetenz erhoben wird, also tatsächlich Dialekt. Vor diesem Hintergrund lässt sich benennen, worin die Herausforderungen einer Syntaxerhebung bestehen, die nicht nur die horizontale Variationsdimension, sondern zusätzlich auch die vertikale indirekt erheben möchte. Nachdem man also etwas, das es eigentlich nicht gibt, im großen Stil mit einer ungeeigneten Methode erfolgreich erhoben hat, dachten wir uns, wir legen noch eins drauf. Wir beziehen die vertikale Dimension mit ein und vereinfachen die indirekte Methode noch weiter. Meines Wissens stellt dieser Versuch methodologisches Neuland dar, vielleicht weil noch niemand so naiv war zu glauben, das könnte funktionieren. Worin aber bestehen genau die Herausforderungen? Zunächst einmal mussten wir einen Fragebogen konzipieren, mit dem wir das vertikale Spektrum erfragen können, also die Sprechlagen von der Standardsprache bis zum Ortsdialekt. Wir mussten nicht nur dialektkompetente Gewährspersonen erreichen und mit dem Fragebogen adäquat ansprechen können, sondern jede Person, deren vertrauteste Sprechweise sich irgendwo im vertikalen Spektrum des Deutschen verorten lässt. Bekanntermaßen ist es ja so, dass es im Ober- und Mitteldeutschen ein kontinuierliches Spektrum zwischen Ortsdialekten und den standardnächsten Sprechlagen gibt, mit mindestens einer Zwischenstufe der regional gefärbten Umgangs- oder Alltagssprache, die gleichermaßen vom Dialekt wie vom Standard geprägt ist.
Dabei sind die oberdeutschen Dialekte besser erhalten als die mitteldeutschen und das standardnahe Sprechen ist dabei relativ deutlich regional gefärbt. Im Niederdeutschen ist das standardnahe Sprechen das häufigste und es ist so gut wie frei von Regionalismen. Überhaupt scheint es kaum einen objektiv messbaren Übergangsbereich zum Dialekt zu geben, sondern einen kleinen Dialektpol, einen Pol des standardnächsten Sprechens und dazwischen eine Kluft. Dieser Gesamtsituation muss der Fragebogen gerecht werden. Wie machen wir das? Wir lassen jede Person, die geschriebenes Deutsch irgendwie verstehen und produzieren kann, an dem Fragebogen teilnehmen und selegieren nicht vor, wie das in den meisten anderen Projekten der Fall ist. Wir fragen in dem grundsätzlich anonymen Fragebogen nach den üblichen sprachbiografischen Angaben. In welchem Jahr sind Sie geboren? Haben Sie längere Zeit außerhalb Ihres Heimatorts gelebt? Und so weiter und so fort. Und nach etlichen solcher Fragen kommt dann eben auch diejenige, in der wir danach fragen, wie Ihre Eltern mit Ihnen gesprochen haben, als Sie klein waren. Dabei wird Dialekt platt Mundart gegenüber regional geprägter Alltagssprache, Umgangssprache gegenüber Hochdeutsch angeboten und jeweils allgemein verständlich erläutert. Daraufhin werden die Gewährspersonen gefragt, welche dieser Sprechweisen ihre vertrauteste ist, beziehungsweise welche sie am sichersten sprechen. Und in der Sprechweise, die sie hier wählen, sollen sie danach die Fragen zur Syntax beantworten. Anschließend sollen sie dann ihre subjektive Dialektkompetenz und Regiolektkompetenz auf jeweils einer 7er-Skala einschätzen. Wenn Sie subjektiv Dialektkompetenz besitzen, werden Sie am Ende des Fragebogens zu einem sozusagen objektiven Dialektkompetenz-Schnelltest geleitet, den Sie absolvieren müssen. Dieser objektive Test sieht so aus, dass die Gewährspersonen 10 standarddeutsche Lexeme in ihren Dialekt übersetzen müssen. 5 davon weisen Mittelhochdeutsch A auf, 5 weisen Mittelhochdeutsch lang I auf. Die Erwägung dabei ist, dass wer die Distribution dieser Laute in den Lexemen einer Varietät kennt, der hat eine phonologische Kompetenz in dieser Varietät. Und wer die phonologische Kompetenz in einer Varietät besitzt, besitzt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch die syntaktische. Es sei denn, die Person ist Phonologin oder Phonologe. Wir gehen also mit der Herausforderung der Sprechlagen und Kompetenzen folgendermaßen um. Wir treffen keine Vorselektion. Der Fragebogen ist offen für alle Deutschkompetenzen. Wir erheben die subjektive Einschätzung der Dialektkompetenz und bei behaupteter Dialektkompetenz folgt ein sozusagen objektiver Dialektkompetenz-Schnelltest und die Beantwortung der Fragen verläuft in der jeweils angegebenen vertrautesten Sprechweise der Gewährsperson. Die nächsten Herausforderungen sind, wie wollen wir überhaupt Gewährspersonen auswählen und erreichen? Und daran schließt sich die Frage nach dem Medium an, auf welchem Weg sollen wir erheben? Da wir nicht vorselegieren, ist diese Frage relativ schnell zu beantworten. Wir verbreiten über Facebook, Twitter, WhatsApp, Mailverteiler, Anfragen an Verbände und so weiter unseren Aufruf zum Mitmachen und versuchen zu erreichen, wer erreichbar ist. Und wer an einem Fragebogen teilgenommen hat, kann seine E-Mail-Adresse hinterlassen, um über Ergebnisse und weitere Fragebogenrunden informiert zu werden. Leute, die man nicht vorselegiert hat, kann man auch nicht auf dem papierenden Postweg erreichen. Stattdessen muss man die Umfrage möglichst breit in die virtuelle Welt streuen. Auf der Rede-Homepage gibt es entsprechend auch einen Mitmachen-Knopf. Darüber kommt man zum einen
zu den jeweils aktuell verfügbaren Fragebogen. Das sind zurzeit noch zwei. Und zum anderen zu ersten Umfrageergebnissen. Die Karten, die Sie hier angedeutet sehen, sind übrigens andere als die, die wir gleich zeigen werden. Wir adressieren also alle Personen, die mit dem Internet und mit Deutsch zurechtkommen, und darin sind wir vom Atlas der deutschen Alltagssprache inspiriert. Zuletzt die vielleicht schwierigste Frage: Wie präsentieren wir die Stimuli, damit sie jedem Kompetenztyp angemessen sind? Fleischer, Kasper, Lenz hatten ja behauptet, man müsse die Stimuli in der Varietät präsentieren, die man auch abfragt, damit man tatsächlich das entsprechende implizite prozedurale Wissen anzapft. In Rede war uns klar, dass das nicht umsetzbar sein würde. Der Fragebogen sollte ja für alle offen sein, damit wir syntaktische Varianten aus dem ganzen vertikalen Spektrum und dem ganzen geografischen Raum bekommen. Das heißt, wir hätten in Abhängigkeit davon, wo die Leute herkommen und welche Sprechweise ihre vertrauteste ist, geografisch und sprechlagenspezifisch angepasste Stimuli präsentieren müssen. Das ist aber erstens mehr, als wir wissen, und zweitens mehr, als wir schaffen. Wir haben stattdessen die Vorannahme von Fleischer, Kasper, Lenz hinterfragt und empirisch getestet, ob Gewährspersonen Fragebogen zu ihrer dialektsyntaktischen Kompetenz unterschiedlich beantworten, je nachdem, in welcher Varietät die Stimuli präsentiert werden. Wir hatten hier an drei Orten jeweils zwei verschiedene Gruppen von dialektkompetenten Personen. Eine Gruppe hat Fragebogen mit standardsprachlichen Stimuli bekommen, die andere mit dialektalisierten Stimuli. Wir haben ausgewertet, ob sich ihre Antworten unterscheiden. Das Ergebnis war, dass die Stimulusvarietät nicht notwendigerweise signifikante Unterschiede im Antwortverhalten zeitigen muss. Sie kann es aber. Tendenziell war es so, dass je dialektkompetenter Gewährspersonen sind und oder je besser die Mobilisierung ihrer Dialektkompetenz gelingt, desto geringer war auch der Einfluss der Stimulusvarietät. Weitergehende Erkenntnisse aus der Studie waren die folgenden. Wenn man dialektkompetenten Gewährspersonen bzw. solchen, deren Dialektkompetenz man tatsächlich mobilisieren kann, dialektalisierte Stimuli vorlegt, dann ist es wahrscheinlich, dass man Reliktformen befördert. Wenn man diesen Dialektkompetenten bzw. denen mit mobilisierter Dialektkompetenz standardsprachliche Stimuli vorlegt, dann findet man tatsächlich eine leichte Tendenz zu mehr standardkonformen Antworten. Wenn man dagegen die standardsprachlichen Stimuli solchen Gewährspersonen vorlegt, die keine Dialektkompetenz haben oder deren Dialektkompetenz nicht mobilisiert werden kann, dann kriegt man von denen standardkonforme Antworten in besonderem Maße. Wenn man zuletzt dialektalisierte Stimuli Gewährspersonen vorlegt, die keine Dialektkompetenz haben oder deren Dialektkompetenz man nicht mobilisieren konnte, dann befördert man dadurch Hyperformen, Reliktformen und xenogene Formen. Mit xenogenen Formen meinen wir solche, die den Gewährspersonen bekannt sind und die sie für ältere Formen des eigenen Dialekts halten, die aber tatsächlich aus anderen Dialekten stammen. Die Konsequenzen für uns daraus sind, alle Stimuli werden im Standard präsentiert. Die standardsprachlichen Stimuli können die Resultate zwar in Richtung der Standardkonformität verzerren, wir meinen aber gezeigt zu haben, dass diese Art der Verzerrung bekannt ist, hiermit sozusagen mit unserer Studie, und interpretativ auch leichter handhabbar ist als andere Verzerrungen. Außerdem wäre dialektal inkompetente Gewährspersonen mit dialektalisierten Stimuli zu konfrontieren
allemal inadäquat, weil wir ja ihren aktuellen Sprachgebrauch erheben wollen. So, jetzt wissen Sie ungefähr, was wir warum gemacht haben. Jetzt möchten wir Ihnen an zwei Aufgaben zeigen, was dabei herausgekommen ist. Sie können sich dabei überlegen, ob das gegangen ist oder gegangen hat. Zunächst einmal sehen Sie aber hier, wie alt unsere Gewährspersonen sind, unterschieden nach vertrautester Sprechlage. Das ist aus unserer ersten Erhebungsrunde, Stand Februar 2019. Sie sehen, dass die Jüngeren, das heißt die bis 40-Jährigen, insgesamt dominieren und überrepräsentiert sind, je näher wir dem Standardpool kommen. N liegt hier bei ungefähr 3000. Schauen wir uns jetzt die horizontalen und vertikalen Verteilungen an. In unserer ersten Beispielaufgabe sehen die Gewährspersonen diese Bildergeschichte, allerdings ohne die Sterne. Der Mann in der Bildergeschichte hat vor sich ein Wasserglas stehen. Gewährspersonen sollen nun in einem Satz, in ihrer vertrautesten Sprechweise, also derjenigen, die sie zuvor als solche gewählt haben, beantworten, was passiert mit dem Mann. Wir sehen jetzt hier drei Choropletenkarten, die jeweils für den Dialekt, die regional geprägte Alltagssprache und das gesprochene Standarddeutsch eine einzige Antwortvariante abbilden. Hier ist es das Kriegen-Passiv, also etwa er kriegt Wasser eingeschenkt. Heiße Farben bedeuten, an diesen Orten wurde das Kriegen-Passiv häufig verwendet, kalte Farben zeigen seltene Verwendung an. Weiß bedeutet, dass es aus diesen Orten keine Antworten gibt. Offensichtlich ist das Kriegen-Passiv vor allem im Westmitteldeutschen zu Hause, in westmitteldeutschen Dialekten. Wir finden es aber auch im Regiolekt, aber insgesamt seltener, und im gesprochenen Standard ist es nur noch sporadisch genannt, aber ohne jegliche Arealbildung. Schauen wir uns dagegen die Bilder zum Bekommen-Passiv an, also etwa er bekommt Wasser eingeschenkt. Es ist beinahe abwesend im Dialekt, im Regiolekt dagegen weit verbreitet und noch weiter im Standard, dabei aber im Süden mehr als im Norden. Im Vergleich zum Kriegen-Passiv können wir zweierlei feststellen. Erstens, das Bekommen-Passiv ist sozusagen die feinere Variante des Kriegen-Passivs. Hier könnte das Empfinden im Süden sich aber von dem im Norden unterscheiden. Zweitens, beide Varianten sind Teil der regional geprägten Alltagssprache. Es ist allerdings zu vermuten, dass das Kriegen-Passiv vom Dialekt aus dorthin gelangt ist, während das Bekommen-Passiv vom gesprochenen Standard da hineingekommen ist. Das Werden-Passiv, zum Beispiel ihm wird Wasser eingeschenkt, wird kaum überraschend überall gebraucht. In allen Sprechlagen scheint es dort stärker gebraucht zu werden, wo ein Rezipientenpassiv nicht zur Verfügung steht. Also vor allem ganz im Süden und im Südosten. Auch Aktivvarianten finden sich überall. Zum Beispiel, jemand schenkt ihm Wasser ein. Es ist aber insgesamt offensichtlich nicht die präferierte Variante. Das hängt daran, dass der fokussierte Referent, also der Mann, darin schlecht als Subjekt realisierbar ist. Zuletzt finden wir im Dialekt und Regiolekt ganz kleinräumig noch Geben-Passive vom Typ ihm gibt Wasser eingeschenkt. Der eine Beleg dafür im sogenannten Hochdeutschen ist ein Fehlerbeleg. Eine Gewährsperson hat sich hier in der Sprechlage vertan. Insgesamt lässt sich zu dieser Aufgabe sagen, dass die Ergebnisse bestehende Hypothesen bestätigen können, dass sie aber mindestens auch zur Präzisierung bestehender Hypothesen beitragen können, wenn nicht sogar selbst hypothesenbildend sein können, zum Beispiel wenn es um den mittleren Sprechlagenbereich geht. Schauen wir uns noch eine andere Aufgabe an. Sie betrifft das Präpositionaladverb davon. Es variiert in zwei Dimensionen, Verdopplung und Spaltung.
Verdoppelt und ungespalten lautet es, da davon weiß ich noch nichts. Verdoppelt und gespalten, da weiß ich noch nichts davon. Unverdoppelt, ungespalten, davon weiß ich noch nichts. Und zuletzt unverdoppelt, aber gespalten, da weiß ich noch nichts von. Auch hier werfen wir einen Blick auf die Karten. Hier ist kartiert die Variante unverdoppelt und gespalten. Da weiß ich noch nichts von. Dialektal scheint sie nur in niederdeutschen Dialekten verankert zu sein. Im Regiolekt tritt sie besonders stark im niederdeutschen Raum auf, aber ebenso im mitteldeutschen und westoberdeutschen. Und sie wird in diesen Großregionen auch offenbar für sogenanntes Hochdeutsch gehalten. Die unverdoppelte und ungespaltene Konstruktion findet sich sporadisch in den Dialekten, verstärkt dagegen im Regiolekt, diesmal auch oder besonders in den östlichen Sprachräumen. Also davon habe ich noch nichts gehört. Im sogenannten Hochdeutschen ist es die häufigste Variante, besonders stark erneut in den östlichen Regionen. Die Variante mit Verdopplung und mit Spaltung, da habe ich noch nichts davon gehört, taucht dagegen nur in geografisch hochdeutschen Dialekten und Regiolekten auf. Sporadisch halten Süddeutsche diese Variante anscheinend auch für Standarddeutsch. Die hochdeutsche und besonders westmitteldeutsche Dialektvariante ist die verdoppelte und ungespaltene mit da davon. Sie findet sich auch im Regiolekt und vereinzelt sogar im sogenannten Hochdeutsch, aber fast ausschließlich im Mittel- und Oberdeutschen. Für manche von diesen Gewährspersonen geht die Variante auch als Standarddeutsch durch. Das ist bei einer letzten Variante anders, die von Gewährspersonen genannt wurde, denen keine der vorgegebenen Varianten zugesagt hat. Dies ist die Variante, von dem habe ich noch nichts gehört. Sie findet sich vor allem im Alpenraum und jenseits davon und dort in Dialekten und sporadisch in Regiolekten. Die Gewährspersonen scheinen sich hier aber, anders als bei den verdoppelten Varianten, klar darüber zu sein, dass es keine standardkonformen Varianten sind. Die Ergebnisse decken sich insgesamt zum Teil mit bekannten Daten, zum Beispiel denen von Jörg Fleischer, aber auch hier erlaubt die Miterfassung einer mittleren Varietät weitergehende Erkenntnisse und die Formulierung neuer Hypothesen. Und damit sind wir am Ende und möchten Sie, falls Sie es noch nicht getan haben, zu Mitmachen und Verbreiten einladen. Der QR-Code folgt umgehend. Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.